Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit mir, dem Kittel. Ja, da sind wir wieder. Und Keks von gestern sind natürlich alle schon längst weg. Und wie viel hatten wir? 183.419 an Erforschung. Für den IS-7. Und wie viel braucht mir? 189. Ja, da fehlt noch ein wenig. Insofern will ich heute auch wieder IS-8 fahren. Und schauen wir mal, was heute das Matchmaking sagt. Ja. Nicht schlecht. Da kriegt einiges Fettes rum. Aber gut. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Ja, wo fahren wir lang? Ist natürlich die Frage, wie immer. Was fährt denn wo von den Gegnern denn der? Die Batmobile finden wir wahrscheinlich in der Stadt wieder. Zum komischen 1375 Kühlklassen. Okay. Und dass wir einen Platten matschen. Dann fette Reparationszahlungen leisten müssen. Sorry. Wo fahren wir lang? Ich bin unentschlossen. Wir schauen mal kurz, wo der Rest lang fährt. Komm. Hier sind noch relativ viele. Wir fahren mal mit in die Stadt. Ich glaube, das kann wirklich nicht schaden. Früher war ja Stadt eher so ein No-Go auf der Map in dem Modus. Aber inzwischen, ja, hat sich das doch irgendwie wieder eingebürgert. Man fährt doch irgendwie gerne wieder Stadt und insofern darf man dann auch ruhig ganz gut präsent sein. Mensch, so richtig ziehen wir einen E75 ja auch nicht ab. Na gut, jetzt. Eigentlich sind wir auf jeden Fall schneller. Da haben wir es nämlich auch schon. IS-4 und E-75 ebenfalls. Da schadet es echt nicht, wenn wir hier auch noch anwesend sind. Ha! Und noch ein TKP, ein IS-3, ein IS-8. Gleich alles auf einen Haufen. Gut, aber da stehen sie auch mal an der Ecke. Ganz logisch. Bis ich hier wer zeigen, zum Beispiel IS-4. Scheiße. Da war sein Kettle. Oh nee! Da ist der Bad Chat. Das ist jetzt wahrscheinlich. Oh Gott. Ich hasse das Batmobil. Einmal bist du erwischt. Gleich ist alles vorbei. Überhaupt nicht gut. Oh ne, jetzt kommt noch der IS-4. Und das Frosch hat sich natürlich schön nett pumpen lassen. So Leute, ich kann hier jetzt nicht wieder wegfahren. Das wird eh nichts mehr. Versuchen wir das Beste draus zu machen. Ja, und da prallt man natürlich als erstes mal ab. Ganz toll. Ich habe noch gedrückt, bevor ich tot war. Aber typisch WOT zählt das natürlich wieder mal nicht mehr. Ja gut, da wurden wir jetzt kräftig zerlegt. Das war natürlich ein Scheißanfang auf gut Deutsch. Ich will mal AC zu gucken. Das ist natürlich jetzt auch ein mächtiges Problem. Ja, da sieht man, es fahren doch echt recht viele Stadt inzwischen. Da hätten wir tatsächlich noch mehr sein können, ganz gerne. Und ja, es war letztendlich auch irgendwie mein Fehler. Ich bin da ein bisschen weit vorgefahren. Das war nicht klug. Dafür waren wir zu wenig. Ei,
Das Ding wartet jetzt auf den Tiger P zum Beispiel. Oder IS-8. Nee, Tiger P. Und von rechts kommt gleich wahrscheinlich der IS-4 oder so ein Kram. Nein, Tiger P. Ja, komm hervor. Hat eben noch einen gegeben? Ich glaube schon. Ja, sehr schön. Da hat er noch ordentlich einen eingesteckt. Gut, aber es ist natürlich vorbei für uns. Was sollen die noch machen? Ui. Ist ja faul, ey. Auch so ein Psychopanzer. Na? Ja, gut. Von hinten. Logisch. Wo gab es unser IS-3 rum? Ja, auch da natürlich. Und jetzt kommt der Bandschild von hinten. Was war das für eine Aktion? Der fährt erstmal vorbei, schießt nicht, kriegt die Kanone nicht gedreht. Oh Mann, na, da den Kill nicht bekommen. Pech gehabt. Sei ihm auch nicht vergönnt. Das Batmobil ist schon böse genug. Ja, das war natürlich eben mittelmäßig. Boah, und da verlieren wir auch gleich wie ordentlich Kohle. Aber naja, komm, das machen wir jetzt wieder gut. Oh, und gute Voraussetzung dafür. Himmelsdorf, Level 9. Das hört sich doch schon mal sehr nach meinem Geschmack an. Gut, die haben einen Waffenträger, aber den werden wir schon irgendwie platt machen. Und ja, sowas wie ein Löwe ist natürlich ein gefundenes Fressen. Sturer Emil, auch so ein komisches Viech. Na, schauen wir mal, dass wir ein paar von den Viechern wegknallen. Wir werden auf den Hügel fahren, auf jeden Fall. Müssen wir uns nur einmal kurz umdrehen. Wann geht's los? Ich nichts verstehe. Was hat der für Probleme? Hat er wieder wer auf Russisch im Chat geschrieben? Das ist natürlich dann wunderbar. Ich meine, auf Deutsch hier, das ist auch nicht ideal. Ich immer Englisch, aber gut. Erstmal nicht schlimm. Solange ihr alle ordentlich spielt, Jungs. Das versuchen wir natürlich auch. Gut, da ist schon wieder dieses blöde Viech da hinten. Die Sture Emil und Löwe. Nicht zu sagen, beide Sture Emils. Aber gut. Mit dem werden wir schon irgendwie fertig. So, dass wir einen Schnelllichtgrün aufstellen. Ich lieber einen Moment länger noch aimen sollen. Dann hätten wir auch. So. Den Prott hier erstmal einen rein. Sehr schön. Also, ich will ja nichts sagen, aber so Löwefahrer kommen mir irgendwie immer leicht inkompetent vor. Ich weiß ja nicht, ob das am Panzer liegt, aber die Aktion da eben war ja schon mal höchst fail. Ja, und es läuft auch nicht schlecht. 2 Kills schon. Ein K Damage. Und die haben wir mal sauber weggemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Rest auch noch am Arsch kriegen. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Problem wird. Es wäre natürlich schön zu wissen, was unten noch so rumsteht. Bevor wir da reinfahren. Scheiß drauf. Ja, so läuft das hier und nicht anders. Oh, schade. Das war jetzt aber unfair. Komm. Den hätten wir doch auch noch durch Rammen killen können. Das wäre es doch gewesen. Na egal, komm. Ab durch die Mitte hier. Und schnappen wir uns den Rest. Und ich glaube, damit machen wir die Runde von eben eindeutig weg. Sehr schön. Das läuft doch so, wie es mir gefällt. Wir fahren ja mal geradeaus schön weiter. Kommen dann von hinten. Jetzt habe ich auf den Lautsprecher gekleckert. Mit meinem Glas. Oh, ich circle den jetzt nicht. Ich weiß nicht, was dahinter noch steht.
Komm, hier ist rein. Du auch noch ein? Und dann ist er gleich weg. Ich will das aber schon erst machen, wenn ich nachgeladen habe. So, ich krieg deinen rein. Reparieren wir nochmal kurz den Fahrer. Den muss der mir natürlich erstmal wegmachen. Blödes Viech, ey. Eigenartig. Egal. Wir machen die aber auch gar platt, ey. Wenn der recht überrannt. Warum läuft das nicht immer so? Gleich noch ein. Oh, der passt 4K Damage. Alter. Oh, ich brauche noch einen. Komm, hier müssen wir mit rein. Einen snacke ich mir noch. Auf jeden Fall. Jo! Und das ist dann wohl der Krieger. Das ist ja meine richtig geile Runde. Auch. Oh, scheiße. Beim Hammer hat daneben. Bäm! Und den siebten weggerammt. So läuft das noch nicht anders. Leute, das sag ich euch. 4,2K Damage. Oh, das war eine richtig geile Runde. Da ist mir völlig egal, was wir eben gemacht haben. So muss das laufen und nicht anders. Jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt bräuchte ich noch neue Kekse. Na, schauen wir mal. Vielleicht kommen die ja auch noch. Richtig, richtig geil. Wir schauen nochmal einen ausführlichen Bericht rein. Gut, ein bisschen was noch verdient. Auch wenn wir ja nicht ganz wenig ausgegeben haben für die Muni. Aber gut, wir haben ja auch ist mit der normalen geschossen. Mit der Premium wäre das noch teurer geworden. Falls wir davon was verwendet hätten. Das geht also noch. Boah, geil. Geil, geil, geil. 2,3 K Erfahrung erstmal dazu. Und jetzt haben wir 186. Oh, das geht ja richtig voran hier. Da brauchen wir jetzt nur noch ja, knapp 3K. Dann können wir ohne freie Erfahrung schon ES7 uns erforschen. Und ja, richtig, richtig geil das Gefecht. Das freut mich jetzt. Und ich sage jetzt aber bis zum nächsten Mal, wenn es wie heißt, in den Panzer und Attacke!